Stimmt, sowas kann ich ja auch machen, ne? Wieso habe ich das nicht vorhin bei den zwei Süßen da oben gemacht? Ach, Tobi, Tobi, Tobi. Danke, Sam. Ist hier noch wer unter 18? Ja, du. Apropos Raid, ist das schon nächste Woche? Also, genau, weil wenn wir hier, oder wenn ich hier Cyberpunk 2077 streame, der Stream ist dann ab 18, ne? Wollte ich nur sagen. Warte mal, stopp. Ich will erstmal sehen, wer das ist. Teros, der glückliche Betrunkene. Ja, wunderbar. Aufmerksam, geringer Schaden durch Attentate und durch Gifte. Teros liebte genau zwei Dinge im Leben, Trunk und Kampf. Obwohl sein Talent als Krieger durchschnittlich war, blieb er dennoch immer siegreich. Für einige, haben wir den nicht schon getötet? Für einige war dies ein Zeichen, dass die Moiren ihn gesegnet hatten. Andere wiederum meinten, es müsste einen anderen Grund geben. Ich liebe Kinder. Ja, kann man das auch hochtunen? Also gerade kann ich ja, glaube ich, nur bis zu 2 kicken. Warte. Also, killen. Gut, jetzt muss ich ja schnell wieder reinkommen. Au. Naja, ein Treffer. Ist in Ordnung. Nochmal? Aua! Nochmal? Na komm! Oh nein! Da ist ein neuer! Da ist ein Praktikant! Das ist mir zu leicht! Wie viel zu leicht? Du kommst ja gerade erst zum Kampf. Also für mich ist das viel zu leicht hier. Aua, aua, aua. Das hat weh getan. Das tut weh, das tut weh. Das tut weh, das tut immer noch weh. Aua. Au, das weiß aber. Ja, selber mal locker hier. Nein, nein, ich. Ja, wie, wann Schluss ist? Wann ist denn Schluss? Ach, ich finde schon. Hoch da. Scheiße. Hier, Schweinewühe für Wildschweine. Mal locker, ne? Ah. Das arme Wildschwein. Aber was soll man machen? Bingo. Könnte dein Bruder sein, Alter. Oh.
Ah, ich dachte gerade der. Oh! Stirb doch endlich! Mach das! Cassandra ist sauer. Gut! Ja, das lief ja wie am Schnürchen. Also, kein Alarm wurde gegeben, keine Zeugen. Alles gut. Alles gut. Oh Gott. So. So. Ich krieg zum Glück morgen neues Datenvolumen, wenn mein aktives jetzt an Stream fahre. Oh! Cool. Da oben ist noch eine Truhe. Hier ist auch noch was? Nein. Da drüben, aber ja, gehen wir zuerst mal hier. Hier ist eine Leiter. Die Musik gerade, ne? Tut so, als wäre auf hier noch jemand wäre. Loot ist gut. Denn ich liebe Loot. So. Ich bin echt überrascht, dass wir nur halt bei dem einen gestorben sind, der uns mit seiner Faust auf die Glocke gegeben hat. Also auf die Birne. Nicht auf die Glocke. Was ist das? Ich gehöre hier rein. Das kann gar nicht sein. Die Glocke, wie komme ich jetzt auf Glocke? Hä? Ein Kopf nennt man doch nicht Glocke. Was ist los bei mir? Bin ich behindert? ein Recurve-Bogen. Cool. So, einen habe ich auch. So. Nee, das war nur auf ihm. So, abgeschlossen. Jetzt gehe ich mal. So, in Sperrgebiet kannst du kein Pferd rufen. Wenn dein Pferd hört, hört das nur, wenn du außerhalb bist. Alles klar. Ich könnte auch das Pferd nehmen. Ich muss mal echt schauen, ob ich. Alter. Ich muss mal schauen, ob ich. Dankeschön. Was ist das? Brauchst du irgendetwas? Meine Partnerin und ich sollten im Tempel auftreten. Sie rezitiert und ich begleite sie musikalisch. Und, warum bist du dann nicht im Tempel? Die Tempelpriesterin hat uns der Azebi bezichtigt. Heute früh haben die Soldaten meine Partnerin geholt. Bestimmt bin ich als Nächste dran. Du willst, dass ich sie finde und befreie? Bei den Göttern, du verstehst. Befreie sie. Was ist Azebi? Ich habe vergessen, mein Handy auf lautlos zu tun. Okay. Was ist Azebi? Aber ja, wir befreien sie. Apropos, mein Bogen ist ein bisschen ägyptisch angehaucht, aber ich mag ihn. Ich bin genau die Richtige. Der Ruhm ist dir in jedem Fall sicher. Ich komme hinterher wieder. Für den Ruhm zum Abholen. Ein Kopfgeldjäger jagt dich, juhu. Ach, der ist gerade da reingerannt. Oh, süß! Ach süß, das ist so eine 14, Level 14. Psyche in der Fluch der Ebene.
Ja, ziemlich muskulös. Aber macht auch Sinn. Eins wollte Psyche, der Fluch der Ebene. Ihre. Ach so, der Fluch. Hm. Ihre Anführer von der feindlichen. Vor den feindlichen Heeren schützen und setzte die bestellenden Felder und die Ernte in Brand. Das Feuer hinderte den herannahenden Heer erfolgreich am Weiterkommen. Allerdings vernichtete es auch Lebensmittel, die die Menschen dringend benötigte. Ja. Unerschütterlich, zuckt beim Einstecken von Schaden nie zusammen. Geringer Schaden durch Feuer. Ja. Asabi ist, wenn man respektlos ist. Ah, oder respektlos. das ist cool. Ja, ich spiele jetzt nur noch, nur noch Odyssey, wenn Dimi da ist. Pferd, wo bist du? Los geht's. Los geht's. So, aber ja. Also wir werden auf jeden Fall die... Bei mich nicht an. Die Respektlosen... Dann sage ich es halt nicht. Schön. Dann wollen wir mal. Ja. Wir wollen. So, genau, dann werden wir als nächste Quest die Frau da retten. Fand ich voll lustig, die wurde eingesperrt, weil sie respektlos war. Wenn man das heutzutage machen würde. Die Hälfte der 80% der Internet-User eingesperrt. Ah, schön. So. Ah, nein. Noch pflücken. So. Schau mal, was ich für dich habe. Schön, dass du heil zurück bist. Hast du meine Arpi? Ich konnte dein Schwert nicht finden. Denn ich bin ganz schön böse. Na, ich hab dein Schwert nicht. Ja, ich hab sie gefunden. Gut, gut. Und was ist mit dem verfluchten Befehlshaber? Er hat unser Treffen nicht überlebt. Das ist wahre Freundschaft. Sag mir, was hier los ist. Du hast hab hier verkauft. Ja, stimmt. Die haben ja da gesagt, dass er sie verkauft hat. Also, ja, sag mir mal, was los ist. Ich habe das Gefühl, dass mehr hinter Arpis Verschwinden steckt, als du zugeben willst. Was? Na komm, du warst immer schon so misstrauisch. Du siehst immer überall Verschwörungen, oder? Du hast mir einen großen Gefallen getan. Verdirb uns nicht die Feierlaune. Vergiss die Drachmen, du schuldest mir noch Drachmen. An sich bin ich immer der Freund von so, ja, vergiss die Drachmen, alles gut, wir sind Freunde und so weiter. Aber er hat uns angelogen. Er hat ja gesagt, dass er... Warte, mal kurz eine Frage. Hat der gesagt, es wurde ihm gestohlen? Oder hat er gesagt, dass... Also beziehungsweise er hat ja gemeint, dass der Feldherr da gekommen ist und das haben wollte. Hat er gesagt, dass er es einfach genommen hat oder hat er gesagt, dass er es verkauft hat? Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, dass er es verkauft hat. Der hat es, glaube ich, so hingestellt. Er hat gesagt, dass er es ihm abgenommen hat, ja. Ja, weil, also, ja. Nee, dann verlange ich Geld, weil er hat uns angelogen. Es war nicht leicht, Arpi zurückzuholen. Es gab jede Menge Probleme. Ein paar Drachmen wären angemessen. Ach, du bist wirklich eine Söldnerin. Durch und durch. Ich habe beim Besten gelernt. Vergessen? Natürlich. Natürlich. Ich bezahle dich gerne.
Du hast mir gute Dienste geleistet und gute Arbeit soll gut bezahlt werden. Hier. Dankeschön. Selbst wenn ich nicht mehr mit dir kämpfe, bin ich froh, Arpi zurückzuhaben. Pass gut auf dich auf, Hitor. Und lass dir nicht noch was abnehmen. Ich find's, wir bekommen sogar seine Brustplatte. Vor allem finde ich's lustig, dass nur wegen ein Schwert musste ein komplettes Lager dran glauben. Das ist ein bisschen heftig. Fünf Klässler mit meinem Freund zusammengestoßen und haut raus, pass auf, du, ja, du, beep, beep. Aber das ist, denke ich mal, für fünf Klässler relativ normal. Die sind ein bisschen hohl in der Birne manchmal. Klar, hat er es dann verkauft, aber er hatte ja wohl keine Wahl. Ja, da hast du recht, Sarah, das stimmt. Turbine in die Drachen und ich hab drauf verzichtet. Verkälte er Welt. Ja. Ja. Ja, an sich hatte er wirklich keine Wahl, ja. Ja, okay. Aber ich meine, wir haben ja kaum Drachmen, ne? Wir haben nur 3274. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Aber ich denke mal, das ist ganz okay. Knochenstreitkolben werde ich wohl nie benutzen. Krude Axt. Ich würde mal ganz kurz pinkeln. Ich trinke die ganze Zeit was. Das ist ein bisschen was laber ich? Ich gehe auf Klo. Gut. Die Frage ist, am liebsten würde ich jetzt hier einfach stehen bleiben. Aber uns ist ein Söldner auf den Fersen. Deswegen bekommt ihr hier eine schöne Melodie. Und bis gleich. Warte, hier. Gut, was haben wir jetzt vor? Wir haben, also er hat nochmal ein Ausrufezeichen. Mein Freund so, vielleicht ein bisschen Respekt. Er probiert ihn zu tackeln, fliegt fast hin, mein Freund tackelt zurück, er fliegt. Was hast du für Freunde, Mann? Die tackeln sich um hier. Also die tanzen echt geil. Aber ja, die tanzen besser als ich. So, was ist denn jetzt schon wieder los? Ah, meine Freundin, schön, dass du hier bist. Den Blick kenne ich. Wenn du einen Gefallen brauchst, sag's einfach. Nun ja, einen kleinen. Ein Söldner und alter Freund von mir hat sich einfangen lassen. Also soll ich ihn befreien? Leider kann ich solche Dinge nicht mehr selbst machen. Sonst würde ich dich nicht fragen. Na gut, ich mache es. Danke, meine Freundin. Wenn du ihn befreit hast, bring ihn zum Strand. Dort liegt ein Boot, mit dem er entkommen kann. Warum soll ich ihn retten? Er wurde gefangen. Hat er doch gesagt. Warum bist du so besorgt um einen Söldner? Er ist ein Freund. Habe ich nicht dasselbe für dich getan? Weißt du nicht mehr, welche Probleme Markus und du hatten? Ja, du hast recht. Wenn wir nicht aufeinander aufpassen, tut es keiner. Sag mir, wo ich ihn finde. Er ist in einem Militärlager, nördlich von hier. Ist es spartiatisch? Ich brauche noch einen Siegel. Dann hole ich jetzt deinen Freund. Entschuldigung, ich esse ein bisschen Lebkuchen währenddessen. So, ich würde sagen, das werden wir gleich tun. Ich hoffe, das ist nämlich
Aitor nicht heiter? Was? Er findet und befreie den Söldner. Er wurde in Attika eingesperrt. Er muss nach Nordosten in das verlassene Ackerland gebracht werden. Ja. Heitor. Hey, Heitor. EI wird doch. Also die sprechen das Heitor aus, ne? Also ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird, aber. Die sprechen das so aus. Ich will mal ein anderes Pferd bzw. eine neue Farbe für mein Pferd. Wo kann man das ändern? Also einer von euch hat doch mal gemeint, dass man das irgendwie bei einem Pferdehändler oder so ändern kann. Level 50, ja, passt. Also, lustig ist ja, dass man rein theoretisch das ja auch schaffen kann. Man darf sich halt niemals treffen lassen. So. Ja, sieht nach Athene aus. Okay. Und da muss ich ihn runterbringen. Hier sind auch noch ein paar. So. Den Skin kannst du bei dir im Inventar ändern. Einen Skin kaufen tust du beim Händler. Komm schon. Ah, okay. Aber bei welchem? Ist es egal? Ja, also an sich habe ich ja auch noch einen anderen Skin, aber das ist ja dieser schwule Pegasus-Skin. Also der pinke oder so, keine Ahnung. Zu lange her. Okay, alles klar. Ja, muss ja nicht. Unsichtbar. Bin unsichtbar. Bist du wirklich unsichtbar? Wieso komme ich jetzt alle? Spür! Du bist erledigt! Ich hab sie! Ach, das ist doch doof. Na komm, kommt hier hoch. Ich trete euch wieder runter. Das kann ich den ganzen Tag. Ciao. Der nächste? Es gibt keinen Ausweg. Nächste bitte. Ach komm. Wie ich den gleichen wieder getroffen habe. Oh, schade. Oh, es wird ein bisschen voll hier, Jungs. Ihr seid zu dick. Das war Kacke. Das dritte Mal heute geschoben. Okay. Aber das war da oben blöd, dass die mich gesehen haben, beziehungsweise dass dann plötzlich alle mich gesehen haben. Das war voll blöd. Also, ich bin nicht nachtragend und ich bin auch nicht sauer. Ich bin auch nicht traurig. Ich bin einfach nur Tobi. War das blöd? Ja, es war sehr blöd. Entschuldigung, es war einfach nur Reden um des Redens willen. Hey, der Mond ist schön, warte mal.
Der Mut ist aufgegangen. Entschuldigung. Das sieht voll cool aus. Voll schön. Ach, das ist doch blöd. Schau mal, da ist so. Oh. Ich wollte gerade sagen, hier ist eine Lücke. Einfach Mut zur Lücke. Ich brenne das mal an. Interessiert ihn nicht. Okay. Warte mal, aber warte mal. Aber das mit den. Aber die eine Fähigkeit habe ich immer noch nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Also die da. Drücke R, um zu schießen. Aber wenn ich rechtsklick mache oder halt ja das mache, dann sieht er ja ganz normal. Und wenn ich R drücke, warte, heißt das gleichzeitig? Warte mal. Nee. Nee. Weiß das jemand? Warte, wenn Save sein Stream mal beendet und deiner läuft, weiß ich, wer seine 2000 Kanalpunkte für einen Raid-Vorschlag raushaut. Ja, Dimi, diese Fähigkeit hier, weiß nicht, ob du die schon mal hattest, aber halte Rechtsklick zum Zielen gedrückt, drücke R, um zu schießen. Und dann schießt einen mächtigen auf einen Pfeil, der 1000% Schaden macht. Aber das klappt nicht. Ich glaube, ich weiß, dabei werden 3 Adrenalinsegmente verbraucht. Zielen und drücke R. Ich habe keine 3, ich habe nur 2. Ah, alles klar. Hey, willst du mal kommen? Wobei, der würde uns sehen. Ich hasse das. Mach doch dein Attentatsding. Lass mich in Ruhe. Okay, es geht. Alter, wie geil ist das denn? Ich mag das. Nochmal. Oh, das war daneben. Das sah cool aus. Ja. Oh, schön. Hoho, du Saubatzt, du. Au. Das hat wehgetan. Ja. Ramm die Wand. Das sah gerade so lustig aus. So voll die Brust gegen die Wand. Oh, schön. Aber der Pfeil ist ja mega cool. Aber ich weiß nur gerade nicht, wie man mit dem zielt. Okay, er geht einfach dahin, wo man zuletzt gezielt hat. Ah, okay. Alles klar. Ja, nice. Der ist ja ein mega. Ey, du. Hey. Hey, na. Na, wie geht's dir? Na? Willst du ein bisschen Mondlicht
tanzen. Wollte gerade sagen, so viel. Ich habe nur noch einen Strich, den letzten, den da will ich mit den Hyperfall machen. Ja, wobei ich kann eigentlich alles so töten. Okay. Oh, die sind doch knuffig. Upp. War ein bisschen kalt heute Nacht, ne? Die Todesstarre war noch nicht aktiviert. Oh. Das ist ein Löwe. Also das war Assassin's Creed-like. Den Löwen werde ich dann auch befreien. Aber erst später. Zur rechten Zeit. Gern geschehen. Du kommst mir ein bisschen zu nah. Der Abstand? Ach so, ja, stimmt. Ich muss den ja noch. Ach so, oh Gott. Ich habe vergessen, dass wir den ja noch wegbringen müssen. Jetzt haben wir hier aber zum Glück alles. So, Ort abgeschlossen. So, jetzt müssen wir ihn da runterbringen, ne? Ne, da runter, okay. Gut. Corona, 2 Meter Abstand. Ja. Aber wir tragen ja auch keine Maske, ne? Das ist ein bisschen problematisch. Okay, wie kommen wir da runter? Also ich würde runterkommen, aber ich weiß nicht, ob irgendwie flink der ist. Wir nehmen mal den Umweg. Lass den Löwen da, sonst musst du ihn nur töten. Ja, lass den jetzt da. Also, wenn der jetzt weggerannt wäre, hätte ich den, hätte ich den befreit und dann wäre ich weggeritten. Da bist du ja. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr zurück. Du! Hallo, Emilko. Lange her. Hallo. Kito? Was geht hier vor? Warum bist du hier? Na klar, er hat es dir nicht gesagt, oder? Er hat dich nur benutzt. Halt's Maul! Ich will dich nicht reden hören, ich will dich sterben sehen! Du hast mich getäuscht! Ich sollte ihn nur retten, damit du ihn töten kannst! Ich hab nicht gelogen. Ich hab dir nur nicht alles gesagt. Was für ein Arsch? Ja, das ergibt keinen Sinn. Mach schon, töte ihn. Nee, ich will wissen, was los ist. Ich hab ihn befreit, wie du wolltest. Warum willst du ihn töten? Das hätte ich doch auch selbst tun können. Weil ich ihn unbedingt sehen musste. Wieso? Er hat die Liebe meines Lebens getötet. Daran sind wir beide schuld. Doch sie war meine Frau. Deine Frau? Sie wäre nicht gestorben, wenn... Wenn was? Ich dich nicht geschnappt hätte? Du nicht angegriffen hättest? Sie nicht dazwischen gegangen wäre? Unsere Klingen sie nicht getroffen hätten? Wer trägt mehr Schuld? Was ist denn das los? Das erweckt sie auch nicht wieder zum Leben. Macht das unter euch aus? Klingt nach einem Unfall. Klingt nach zwei Idioten. Junge, okay, ja, die 1 ist halt so standardmäßig, so ja, wenn ihr euch hier prügelt, das macht sie nicht wieder lebendig.
Darf ich was sagen, ohne gebasht zu werden? Männer, sorry. Ja, ist so. Sexisten. Nee, aber ist so. Männer sind echt sehr oft dumm. Okay, macht das unter euch? Ja, klingt nach einem Unfall. Ja, es klingt nach einem Unfall. Ja, ich mach mal die drei. Der die Frau eines anderen Vögels sollte erst drauf gehen. Ja, das darf man ja eh nicht, ne? Es klingt, als wäre keiner von euch wirklich schuld. Er zog seine Waffe zuerst. Du warst bei meiner Frau. Was hast du erwartet? Ich hab das Recht, meine Ehre zu verteidigen. Anscheinend wollte keiner von euch sie töten. Es gibt keine Gewinner und keiner von euch muss sterben. Lasst es gut sein. Du hast recht, es tut mir leid. Da scheiß ich drauf. Du hast mein Leben zerstört. Doch deine Freundin hat recht. Lass uns einfach beten, dass wir uns nie wiedersehen. Und du? Lass ihn gehen. Und du? Ja, manchmal kann man die Fehler aus der Vergangenheit nicht korrigieren. Ich bin nur froh, dass mein schlechtes Beispiel dich nicht verdorben hat. Manchmal müssen wir Vergangenes hinter uns lassen. So wie ich, Kefalenia. Du hast die Chance auf ein neues Leben. Nutze sie. Ja. Irgendwie, je mehr Quests wir von den Hitor machen, desto mehr Klamotten bekommen wir von dem. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Am Ende ist der nackig. So, +30, +30, das ist an sich genau dasselbe. +30, das ist auch dasselbe, nur halt mit einem Boni. Ja, halt Level Up, ne? So. Ja, Level 17 sind wir ja bald. Aber wir sind jetzt für heute, würde ich sagen, fertig. Es ist schon wieder 7. Das ist so heftig. Oh Mann. Ich bin echt mega, mega gespannt. Den können wir verkaufen. Ich bin mega gespannt auf die Woche Cyberpunk, weil da werde ich ja eine Woche jeden Tag streamen. Also nochmal kurz Eigenwerbung. Am Dienstag, wo Cyberpunk rauskommt, werden wir mit Cyberpunk Stream anfangen und das geht wie gesagt eine Woche. Und jeden Tag so von 12 bis 10 ungefähr. Und ich bin mal gespannt, wie das wird. Also ich komme nur hier drauf, weil so, ja, 3-4 Stunden sind echt mega wenig. Also kommen mega wenig vor. Ja, voll schön. Aber ich bin auf jeden Fall gehypt.